meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Der SV Schönkrümm freut sich, dass der Wettergott ein Einsehen hatte und allen, die zu uns finden, einen schönen und entspannten Vatertag. Das Vatertagsfest beim SV Schönkrümm entwickelt sich immer mehr zu einer festen Größe. Und wenn man hier schaut, was hier alles aufgebaut ist, und ich habe mal gerade gezählt, hinter der Theke stehen insgesamt über 20 Leute. Also hier hängt auch einiges dran an dem Fest. Und ich formuliere es nicht nur als Vatertagsfest, sondern es ist ein richtiges Familienfest hier auch geworden. Da oben ist einiges los. Man sieht, hier strömt eine Mannschaft nach der anderen Runde. Und hier wird einfach einiges geboten. Da hinten kann man sich austoben. Für leibliches Wohl ist gesorgt. Und das ist einfach eine Riesenleistung von einem Verein, dass sowas auf die Beine gestellt wird. Mit eurem Wirken, mit eurem Einsatz tragt ihr zu richtig Lebensqualität bei uns im Landkreis bei. Das ist jetzt die Steilvorlage für unseren Landrat. Schön, dass du heute auch wieder da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Marc, für die anerkennenden Worte. Ich schließe mich all den Worten des Dankes, der Anerkennung, der Wertschätzung nur allzu gerne an. Und ich bin in der Tat immer wieder sehr gerne in Schönkrümm. Vor wenigen Tagen Markusmarkteröffnung. Auch hier hat Schönkrümm gezeigt, was es heißt, Lebensqualität an den Tag zu legen. Und Lebensqualität lebt eben von Frauen und Männern, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise engagieren. Einmal mit Blick auf das klingende Ehrenamt hier auf der Bühne, aber einmal auch mit Blick auf all diejenigen, die heute hier versammelt sind und sich um das Wertvollste kümmern, zum Beispiel, was wir haben, liebe Mütter, liebe Väter, nämlich unsere Kinder, und für diese vorbildliche Jugendarbeit, die gerade auch hier in Schönkrümm, aber unsere Sportvereine insgesamt leisten, auch dafür einen kräftigen Applaus. In dem Sinne uns allen eine gute Zeit. Essfeste, liebe Festgäste, sagt man so schön, honoriert damit das Engagement des Vereins. Bleibt hier, fühlt euch wohl und dann lassen wir vor allem nachher unsere Kinder hochleben. Und jetzt schauen wir mal, ob der Linkshänder, nämlich der Bürgermeister, es schafft, mit einem Schlag, gern auch zwei, Herr Bürgermeister, das Fass anzustechen. Alles, alles Gute, schön, dass ihr alle da seid. Unsere Gäste aus dem nahen Hessenland, die JFV Kinzigtal. Neuberger Burm heizt ein, jetzt geht's richtig los. Vollgas, geh mal sowieso. Hol Ladron, hol Ladron, hol
jetzt mitklatschen, die Hände nach oben. Schingerassabo, und schon ist die Stimmung. Jeder weiß, dass das geht in der Wiesenwoch, ist ein Kammernsonne, da war Brenner als gut. Aber hat's den Namen wachsen und den Ruhm und den Kugel, wenn man langsam eine ist, so brennt er. Vielen Dank, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, André und Marc.